Und es spielt nicht nur die Musik in Athen, sondern auch in Brüssel. Dort begrüße ich herzlich Christian Feld. Die ersten Reaktionen von Seiten der EU-Institutionen, wie sehen die aus auf das, was da heute sich und über Nacht ereignet hat? So richtig viele offizielle Reaktionen gibt es noch nicht. Im Prinzip hat ja dieser Tag hier begonnen mit der Nachricht aus Athen, dass da die griechische Regierung gesagt hat, wir sind im Prinzip durch, bis auf ein paar Details. Es hat dann bis zum Mittag gedauert, bis zur ersten öffentlichen Reaktion der EU-Kommission. Das war bei der täglichen Pressekonferenz der Kommission, wo dann eine Sprecherin tatsächlich bestätigt hat, ja, wir sind im Prinzip uns einig bei diesem sogenannten Memorandum of Understanding, also dieses Dokument, was mit der griechischen Regierung und den Institutionen, den vier Institutionen verhandelt wurde. Aber da war auch die Einschränkung, ja, es sind noch Details, die zu verhandeln sind. Es wurde dann nachgefragt, können diese Details denn schnell ausgeräumt werden? Da war heute Mittag die Auskunft der Kommissionssprecherin, ja, sie geht davon aus, dass das im Laufe des Tages passieren wird, um danach dann auch zu einer Telefonkonferenz mit den Staatssekretären der Finanzminister in der EU zu kommen. Es ist allerdings bis jetzt noch nicht öffentlich geworden, was dort besprochen wurde und ob diese Details schon ausgeräumt wurden. Also ich habe ja gerade auch schon die Frage nach Athen gestellt zum Tsakalotos, zum Finanzminister Griechenlands. Ist der denn auch von Seiten Brüssels besser gelitten als, wie hieß er doch gleich, Varoufakis war das? Ich würde das in zwei Punkte aufteilen. Ich höre auch aus Verhandlungskreisen, dass in den letzten Wochen die Verhandlungen gänzlich anders wahrgenommen wurden und abgelaufen sind wie in den Monaten davor. Da heißt es aus Verhandlungskreisen, wir haben Zugang zu den Ministern, wir haben besseren Zugang zu den Ministerien. Wir stoßen da einfach auf eine sehr kooperative Atmosphäre. Man merke, dass die Griechen wirklich da zu einem Ergebnis kommen wollen. Und dann sind wir beim zweiten Teil. Liegt es jetzt an der Person, am neuen griechischen Finanzminister? Ehrlich gesagt, das kann ich von hier nicht wirklich gut beurteilen. Und man muss ja auch sagen, zum ganzen Bild gehört ja dazu, dass Yannis Varoufakis seine Rolle in den Sitzungen der Eurogruppe auch gänzlich anders darstellt. Auf die Frage, ob er denn gelegentlich doziert hat und seine Kollegen in der Eurogruppe genervt hat mit zu langen Vorträgen, das lehnt er selber natürlich ab. Wie gesagt, das fällt mir schwer von hier zu beurteilen. Okay, lassen wir es mal so stehen. Es wird als sehr dickes Brett bezeichnet, die Haushaltsziele, um die es hier geht. Nun will man da ja irgendwie zueinander kommen. Also die Frage, bewegen sich da auch die Institutionen ein bisschen vielleicht auf Athen zu und machen es denn etwas leichter? Wenn es bei diesen Zahlen am Ende bleibt, die jetzt im Raum stehen und die wir ja eben auch aus Athen schon mal gehört haben, dann muss man klipp und klar sagen, dass die Institutionen sich zubewegt haben auf Griechenland, mehr Luft lassen, die Haushaltsziele beim sogenannten Primärüberschuss, also bei dem Haushaltsüberschuss ohne den Schuldendienst, wurden doch deutlich abgesenkt. Und das gibt natürlich der griechischen Regierung mehr Luft. Sie müssen quasi nicht so viel mehr Geld dann in den Schuldendienst reinstecken und können dann vielleicht auch investieren. Ja, das ist passiert. Es sah in den letzten Monaten nicht immer so aus, dass das so kommen würde. Aber ich glaube, am Ende ist es auch ein gewisser Realismus, denn man kann den Griechen nicht solche harten Sparziele aufdrücken, wenn man auf Dauer eine wirtschaftliche Gesundung hinkriegen möchte. So, jetzt noch mal eine kurze Frage zum Schluss, eine ganz einfache. Läuft's nun oder wie soll man das weitere Vorgehen jetzt betrachten? Also aus der Perspektive der letzten Monate und letzten Jahre würde ich auf so eine Frage immer sagen, ich gebe hier keine endgültige Antwort. Wir haben schon sehr viele interessante Wendungen beim Thema Griechenland-Verhandlungen erlebt. Aber Stand jetzt sieht es zumindest ganz gut aus, dass wir am Freitag eine Eurogruppensitzung bekommen, dass die Eurogruppe dann diesem Memorandum of Understanding, in diesem Papier dann zustimmen könnte, damit danach die nationalen Parlamente entscheiden können. Aber wie gesagt, endgültig würde ich das jetzt hier nicht so festlegen. Aber es spricht noch ein bisschen Hoffnung und Hoffnung wollen wir mal hochhalten. Dankeschön, Christian Feld nach Brüssel.